und Herren, das Fernsehen der DDR, vielseitig wie nur unsere Dresdner es können, ist für Sie wieder mal unterwegs auf den Straßen unserer sächsischen Metropole. Offen sollen Sie der versteckten Kamera ins Auge blicken, wenn Sie unsere Frage beantworten, was verbindet Sie mit der Sowjetunion? Ja, ich befinde mich täglich auf sowjetischem Boden. Wo? In meinem Moskwitsch. Haben Sie Beziehungen zu sowjetischen Genossen? Nein, da kenne ich keinen Autoschlosser. Oh, vielen Dank. Danke. Hallo, junger Mann, kommen Sie mal, schön, dass Sie gekommen sind. Ja. Eine Frage an Sie. Was tun Sie für die deutsch-sowjetische Freundschaft? Ja, also sehen Sie mal, wir korrespondieren regelmäßig mit unserer Leningrader Patenbrigade. Ja, und worüber? Worüber? Also, ich persönlich über alles Mögliche. Um erst einmal dazu was zu sagen. Was unsere sowjetischen Freunde schreiben, das weiß ich nicht so genau, weil das ist alles auf Russisch. Aber dann ist doch der ganze Schriftwechsel sinnlos. Also sinnlos wird Schnee sagen. Gucken Sie mal, Erfahrungsaustausch. Ja. Erfahrungsaustausch steht ja im Brigadeprogramm. Na, und irgendwie muss die Sache ja abgehakt werden. Also. Heute zu Fuß? Du, ich habe mich schon gewundert, dass ich so langsam vorwärts komme. Herr Professor, einen Augenblick, ja? Ich möchte Sie fragen, wie Sie die Arbeit der sowjetischen Wissenschaftler einschätzen. Oh, mit Hochachtung. Auf unseren letzten Tagungen in Genf und Tokio konnte ich feststellen, dass die sowjetischen Kollegen Außerordentliches leisten. Und wenn ich diese Tage nach London fliege? Ja, in die Sowjetunion reisen Sie nie. Ja, das machen meine Mitarbeiter. Wissen Sie, ich selbst stelle mich dem Klassenkampf. Wissen Sie von der Sowjetunion? Oh, ich bin selbst Russe. Oh. Ja, dann möchte ich Sie fragen, was halten Sie von der deutsch-sowjetischen Freundschaft? Oh, sehr viel, ja, sehr viel. Ich lese immer, es lebe die deutsch-sowjetische Freundschaft. Ja. Nur warum so viel Konjunktiv? Sie lebt doch. Ja. Tag. Sag mal, hast du Beziehungen zur SU? Ehrensache, 28 Jugendliche aus unserem Betrieb fahren zum Bau der Erdgasleitung an der Trasse. 27 Jungs und ich. Da hast du dir aber viel vorgenommen. Sie Ferkel. Der Fernsehkollege von der Abteilung Unterhaltung, schönen guten Tag. Ja. Darf ich mal ein bisschen was wissen, ja? Ja, bitte. Zum Thema... Thema deutsch-sowjetische Freundschaft? Ja, sehen Sie mal, ich arbeite gerade an einer neuen Sendereihe. Unterhaltung intim, kleine Bühne, 2x3 Meter. Ah ja. Ja, macht Ihnen Spaß? Ja, im Prinzip ja. Ich weiß nur nicht, wie ich auf diese Mini-Bühne das sowjetische gesamte Tanzensemble aufkriegen soll. Ja, da hätten wir bald den Kollegen von der Reichsbahn verpasst. Sicher werden bei Ihnen auch sowjetische neuerer Methoden genutzt. Ja, natürlich. Der Bau der BAM, nicht? Der hat uns natürlich beträchtlich inspiriert. Und wir sehen es als eine schöne und lohnende Aufgabe an. Die Fahrzeit auf der Strecke Dresden-Rostock so nach und nach der Fahrzeit auf der Strecke Moskau-Wladivostok anzugleichen. Sowjetische Neuerer-Methoden benutzt?
Naja, also wir stellen doch im großen Garten die Bänke auf. Ne, ja. Na, und da arbeiten wir nach der Kasach-Methode. Ja, das heißt also, durch bessere Pflege die Lebensdauer erhöhen. Ja, ja, unsere Bänke halten jetzt doppelt so lange, ne, wahr? Wir stellen immer bloß die Hälfte auf. Wie Sie den Jahrestag der Befreiung begangen haben. Also unser ganzes Kombinat hat im Dorf gefeiert, aber die Kombinatsleitung im Neber, die wissenschaftlichen Mitarbeiter im Kaffeebruch und wir Arbeiter im Rolleberger Keller. Ja, ja, und Sie freuten sich. Ja, dass wir 45 nicht so unterschiedlich befreit worden sind. Beglückwünsche Sie zu Ihrem Entschluss, einen Bauberuf zu erlangen und überreiche Ihnen die Broschüre Der Bauberuf, ein Beruf mit Zukunft. Aber eigentlich... Ja, ja, ich weiß, wo ein Wille ist, ist ein Weg, der legte, bitte. Ich begrüße und beglückwünsche Sie zu Ihrem Entschluss, einen... Wollen Sie auch zur Berufsberatung? Ja. Ja, wissen Sie, unsere Schüler sehen ja heute schon manchmal ganz schön alt aus, ja, aber Sie... Ich wollte auch zur Berufsberatung. Wissen Sie, ich komme... Vom Ministerium für Volksbildung. Nein. Ich komme wegen meines Sohnes, wissen Sie? Der ist im September soweit. Ja, dann begrüßen Sie und beglückwünschen Sie ihn in meinem Namen zu seinem Entschluss, einen Bauberuf zu erlangen. Und überreichen Sie ihm die Broschüre Der Bauberuf, ein Beruf mit Zukunft. Ja, wissen Sie, mein Sohn, der wollte aber gar keinen Bauberuf erlangen. Bei uns wollen alle. Einen Bauberuf erlangen. Oder gibt es eine neue Instruktion? Ja, ich weiß nicht. Wissen Sie, mein Sohn, der interessiert sich mehr für die Chemie. Ach, ich verstehe, ja. Chemie, Schönheit, Brot, Wohlstand und so weiter und so weiter. Nicht mehr aktuell. Ja, vor 10 Jahren. Aber heute höchstens einer von 100 und nur mit ausgezeichneten schulischen Leistungen. Also daran soll es nicht scheitern. Wenn Sie sich mal das Zeugnis ansehen wollen, ich habe es hier mal mitgebracht. Sehen Sie mal, eine 1 in Chemie, eine 1 in Physik, eine 1 in Mathematik. Aber der Sport... Im Sport eine 4. Er will ja nicht Trainer von Chemie Leipzig werden. Sondern Chemiefacharbeiter. Wissen Sie, mischen, probieren. Na, da ist doch im Bau genau richtig. Ein Eimer Kies, ein Eimer Zement, dann einmal Wasser. Er will aber unbedingt Chemiefacharbeiter. Aber nicht mit dem Zeugnis. Und hier, Musik eine 5. Das gibt einen Durchschnitt von 2,3. Na und? Für Chemiefacharbeiter braucht er mindestens einen Durchschnitt von 1,9. Ich dachte immer, die 1 in Chemie wäre entscheidend. Entscheidend ist der Durchschnitt. Das erinnert mich ein bisschen an ein altes russisches Sprichwort. Dort heißt es, der Dorfteich war im Durchschnitt einen Meter tief und trotzdem ist die Kuh ersoffen. Eine falsche Auffassung von deutsch-sowjetischer Freundschaft. Die Kuh ist das offen, na gut. Aber wir übernehmen die Erfahrungen der Sowjetunion nicht einfach schematisch, sondern dort, wo wir sie brauchen. Ob ihr Sohn nicht lieber doch auf dem Bau... Nein, das will er nicht. Na gut. Weil Sie mich so drängeln. Scherz. Na, Sie haben Glück. Da habe ich noch was für Sie. Das ist ja großartig. Klavierstimmer. Du bist ein Liter 5 in Musik? Klavierstimmer ist ein Engpass bei uns, da genügt ein Durchschnitt von 3,2. Ich eigentlich wieder so ein schön Bild zu finden. Eine Flachkuppe. Betriebsschützchen Ausweis. Wieso Ausweis? Sagen Sie mal, was schützen Sie denn hier überhaupt? Unsere Anlagen. Welche Anlagen? Die Anlagen des VEB-Krananlagen und Büchsenöffner.
Das ist aber komisch hier. Kronen lachen und Büchsen öffnen. Es gibt ja auch große Büchsen. Das meine ich doch gar nicht. Aber gucken Sie mal, der Betrieb, der existiert doch hier gar nicht mehr. Der ist doch schon vor 3 Jahren hier nach Umstrukturode verlegt. Weil man hier eine Neubauwiese anlegen wollte. Meinen Sie, das wüsste ich als Betriebsschütz nicht? Schließlich lese ich Zeitung. Ach, jetzt verstehe ich. Sie sind bei der Verlesung hier vergessen worden. Da haben Sie erst durch die Zeitung erfahren, dass Ihr Betrieb gar nicht mehr hier ist. Wissen Sie, dass hier einmal Anlagen im Werte von vielen Millionen Mark gestanden haben? Ja, aber jetzt stehen Sie doch nicht mehr hier. Da sind Sie kurzsichtig. Hier steht es da. Und was steht da neben? Eine Pförtnerloge. Na ja, die haben Sie vielleicht bloß wegzureißen vergessen. Sagen Sie mal, sind Sie überhaupt DDR-Bürger? So viel ich weiß, ja. Dann müssten Sie auch wissen, dass eine Pförtnerloge bereits eine Dienststelle ist. Ja, aber das ändert doch nicht daran, dass sie hier jetzt sinnlos geworden ist. Die Existenz von Dienststellen hängt nicht davon ab, ob sie sinnvoll sind oder nicht. Hören Sie mal, wovon denn? Dienststellen sind notwendig. Ja, natürlich. Ja, sagen Sie selbst. Dienststellen sind etwas Natürliches. Sie werden zwar von Menschenhand geschaffen, aber dann wachsen sie ganz alleine weiter. Also haben Sie nur einen Betriebsausweis oder nicht? Natürlich nicht. Gucken Sie mal. Ich habe doch nie in dem Betrieb hier gearbeitet. Und den Betrieb selber, den gibt es ja gar nicht mehr. Ich will mir bloß ein paar Pilze suchen. In der Dienstzeit? Na ja, in Ihrer vielleicht, doch aber nicht in meiner. Ja, was Sie in Ihrer Dienstzeit tun, das interessiert hier keinen Menschen. Aber in meiner habe ich Sie zu kontrollieren. Ach so. Also, wenn Sie jetzt hier zufällig keinen Dienst hätten, da könnte ich ungehindert hier durchgehen. Natürlich. Dienststellen behelligen die Bürger ausschließlich während der Dienstzeit. Hier wird nur von 6 bis 14 Uhr kontrolliert. Danach muss schon jeder selbst aufpassen. Dann hören Sie mal, auf was denn? Na darauf, dass er hier nicht durchgeht, ohne seinen Ausweis hochzuhalten. Sagen Sie, könnte man denn wenigstens hier durch die Seitentürchen? Ich bewache ausschließlich das Tor. Hintenrum geht mich nicht an. Das ist doch herrlich, Mensch. Hören Sie mal, warum sagen Sie denn das nicht gleich? Weil Sie als DDR-Bürger ein Recht darauf haben, unsere Bestimmungen kennenzulernen. Und eine Marsch auf der andere Seite. Ich bin da hinten rein. Ja, aber Sie haben sich erwischen lassen. Zum Whisky am Abend im Hotel. Dann spricht er sie mit Mäuschen an und dann geht's ziemlich schnell. Als das die Frau des Chefs erfuhr, da war sie ganz verzagt. Doch ihr Herr Gatte meinte nur, wie hat schon Marx gesagt? In der gesellschaftlichen Produktion gehen die Menschen bestimmte Not.
Die ackert ohne Trinkgeld, das weiß er ganz genau. Jedoch beim Autoschlosser zeigt Meier sich kulant. Dem drückt der eine Zehner nach dem anderen in die Hand. Und wenn Frau Meier dann und wann zu protestieren wagt, spricht Meier nur, verehrtes Weib, schon Erich hat gesagt. Jede Mark ist so anzulegen, dass sie den höchsten Nutzeffekt bringt. Rechenschaftsbericht an den 8. Parteitag. Der Bauarbeiter Lehmann, der wurde Aktivist, weil er mit jedem Ziegelstein so äußerst sparsam ist. Doch ab und zu, da schleppt er den Rucksack voll nach Haus und baut damit die Laube und auch die Veranda aus. Die Konfliktkommission hat daraufhin sofort getagt. Doch Lehmann sprach, wie hat Genosse Grüneberg gesagt? Solche Erfahrungen und Methoden, wie zum Beispiel einen Tag im Monat mit eingespartem Material zu arbeiten, sind voll zur Geltung zu bringen. 14. Tag und es ist klar. Es ist was passiert. Kollege, nach den Gesetzen der Dialektik passiert immer was. Es gibt keinen Stillstand. Bei der Eisenbahn schon gar nicht. Kommen wir also zur Konkretisierung und damit zur Frage. Was ist denn passiert? Ein Wagen ist beim Verschieben auf den anderen aufgelaufen, ziemlich derb sogar. Nun, Kollege, was sagt uns das? Nun, also, es sagt uns, dass jede Unachtsamkeit, nur seien sie wie sie sei, uns an der Planerfüllung und damit am Wohlstand hindert. Ich meine so. Abgesehen von Ihrer Meinung, es handelt sich um einen Kesselwagen. Na gut, werden wir nach Abschluss unseres Disputes mit der Feuerwehr alarmieren. Es ist doch Wein drin, 30.000 Liter französischer Import, Dessertwein. Was denn? Frischer Wein? Nö, nö. Das ist gut, ey. Wussten Sie übrigens, dass der häufige Genuss schwerer Dessertweine ärztlicherseits gar nicht empfohlen werden kann? Zum Donner wird empfohlen hin, empfohlen her. Am Kesselwagen ist eine schweißnaht, geplatzter Wein läuft aus. Zwar langsam, aber er läuft. Wie konnte denn das passieren? Der Kollegin-Rangiererin hat einen Hemmschuh zu spät gelegt. Rufen Sie mir den Kollegin-Hemmschuh, aber da werde ich mal. Himmel, Kreuzpumpen, Element, sorgen Sie lieber dafür, dass der Kessel schnellstens ausgepumpt wird. Natürlich, das hätte ich doch sowieso getan. Passen Sie mal ein bisschen auf den Wein auf, hier. Drücken Sie einen Daumen drauf. Besorgen Sie 30 Meter Leukoplast aus der Sanitätsschule. So, also, das war der 3, 6, 9, 4. Ja, hier ist der staatliche Getränkekontor Dresden. Guten Tag. Ja, guten Tag, hier ist der Güterbahnhof Dresden, Friedrichstadt. Kollege, sag mal, habt ihr hier in Kesselwagen mit 30.000 Litern französischen Import-Dessertwein rumstehen? Wie bitte? Französischen Import-Dessertwein? Wie sieht denn der aus? Kollege, die Lache ist ernst. So. Ja, was ist denn passiert? Also pass auf, nur, der Wagen, der ist also beim Rangieren in New York so ein bisschen beschädigt worden, nicht wahr? Der Wein läuft aus, kommt doch mal rüber und pumpt den Kessel leer. He? Ja, Moment mal, Kollege, wohin ist denn die Fracht deklariert? Das weiß ich doch nicht. Hey! Guck doch mal in dem Frachtbrief nach, wer die Brille kriegen soll! Staatliches Getränkekonto, Außenstelle Görlitz. Staatliches Getränkekonto, Außenstelle Görlitz. Na also, dann rufen Sie bitte gleich Görlitz an, ja? Die sollen herkommen und die Ware retten. Exakte Arbeit ist alles. Auf Wiederhören. Hey! Elendes Bürokratenvolk.
käme bloß hin, wenn man alle so arbeiten will. Also, Görlitz, das ist die 12. Das ist gar nicht dran. Getränkekontor, Außenstelle Görlitz? Ja, hier ist der Güterbahnhof Dresden-Friedrichstadt. Ege, brüllen Sie doch nicht so, ich höre doch nicht schwer. Das ist doch ein Ferngespräch. Also, Kollege, pass auf, Mann. Für euch steht hier bei uns auf dem Bahnhof Kesselwagen mit 30.000 Litern französischen Import dieser Wein. Hurra, es lebe die Eisenbahn! Was ein Mensch. Pass auf, Mann. Der Wagen, der ist also beim Rangieren hier wie ein bisschen beschädigt worden. Der Wein läuft aus. Was könnte man da tun? Ja, das Zeug retten natürlich. Oder sollen wir eine Schlauchleitung nach Dresden legen? Dresden soll auspumpen und uns eine Ware zustellen, ihr Tronlumpen. Ihr Holzköpfe! Die bische Flucht vor der Verantwortung. Also noch einmal Dresden. Der wird dem Gürtel. Ja, hier ist der staatliche Getränkekontor Dresden. Guten ja, Tag. Ja, pass auf, hier ist noch einmal der Güterbahnhof Dresden und Friedrichstadt. Pass auf, Kollege, ich habe jetzt gerade mit der von Görlitz gesprochen und die sagt mir wieder, ihr sollt auspumpen. Wir sollen auspumpen, sowas muss man doch schriftlich machen, nicht wahr? Mensch, ihr elendes Bürokratenvölk, wie? Jetzt kümmert euch aber mal gefälligst selber. Also Moment mal, mein lieber Kollege, ja, was wird denn mit dem Wein? Wer bezahlt denn die Transportkosten? Ja, wir stehen doch im Wettbewerb. Hallo? Der hat aufgelegt. Na, warte, du Knilch. Der Bäm vergessen. Bin ich ab doch jetzt Frühstück. Ja, geht doch bei Dresden, Friedrichstadt. Ja, und hier ist immer noch das Getränkekonto. Also passen Sie auf, Kollege, ja? Nach reiflicher Überlegung habe ich mir überlegt, wir sollten nicht so lange überlegen. Also wir machen die Sache. Rufen Sie einstweilen die Transportpolizei an, ob wir das Bahngelände betreten dürfen. Ich werde die Hygieneinspektion verständigen und fragen, ob der Wein überhaupt noch verkauft werden darf. Schienenhamster. Jetzt geht's vorwärts. Hier, Transportpolizei. Ja, hier ist der Güterbahnhof Dresden-Friedrichstadt, Kollege Urstrauf. Bei uns auf dem Bahnhof, da ist so ein Kesselwagen mit 30.000 Litern französischen Import-Dessert-Wein, ja, wie so ein bisschen beschädigt worden, nur der Wein läuft aus. Wer hat das getan, Agenten? Eine ganz kleine Rangiererin. Sind Sie sicher? Ganz sicher. Es handelt sich auch bloß um die Genehmigung zum Betreten des Bahnhofsgeländes. Sehr einfach, üblichen Antrag in dreifacher Ausfertigung mit ausführlicher schriftlicher Begründung. A, warum Wein aus Frankreich? B, warum nicht andere Strecke? C, wieso Rangierfehler? D, wie ist der Name des Schweißers, der den Kessel schweißte? E, wie hätte vorliegende Sache verhindert werden können? Wie war gleich C? C, wieso Rangierfehler? Aha, es ist bloß nur der Wein dribbelt inzwischen aus. Richtig, fügen Sie unter F hinzu, wie viel Liter Verlust pro Minute. Ende. Oh, ist gut, ja. Die dribbeln zählen! Deutsche Hygieneinspektion. Ja, und hier ist das staatliche Getränkekonto Dresden. Guten Tag. Guten Tag. Fräulein, passen Sie bitte auf. Bei uns hier auf dem Bahnhof, da ist ein Kesselwagen mit 30.000 Litern französischen Import-Dessert-Wein geborsten. Oh. Ja. Wenn wir nun den Kessel auspumpen, darf dann der Wein noch verkauft werden? Der Kessel ist beschädigt. Ja, die Schweißnaht ist geplatzt. Aha, also hat die Außenluft Zutritt. Ja.
und somit Bakterien, Viren, Würmer, Ungeziefer, Schnecken und Staub. Ich bin mir nicht ganz sicher. Bitte schicken Sie uns eine Probe mit Darstellung des Vorgangs. Guten Tag. Guten Tag. So. Ach, Sie sind's. Es ist gut, dass Sie kommen. Sagen Sie mal, wie steht's denn draußen? Nö, wir haben's geschafft. Was? Geschafft? Nö. Also doch. Ja, ja. Naja, ich wüsste ja nur, wenn wir alle die Initiative ergreifen und richtig zupacken, sind auch die schwierigsten Sachen spielen zu lesen. Wer hat's denn gemacht? Mit den Kollegen von der Frühschicht. Keiner ist nach Hause gegangen. Alle haben sie mit angepackt. Alle haben sie mit. Bitte rufen Sie mir die Kollegen, damit ich Ihnen meinen Dank sagen kann. Das geht leider nicht. Die sind alle besoffen. Verändern wir. Eine dialektische Kantate für Soli, Chor und dazwischen quatschen. Fehlt dir für die Badewanne mal ein Stöpsel, der das Wasser hält. Dann zieh hinaus durch Flur und Tal, durch unsere wunderschöne Welt. Bis du erfährst, es sind inzwischen auch in Rostock die Stöpsel vergriffen. Doch fährst du zurück, gibt's die Dinger und sie liegen gleich gebündelt zu 10 Stück. Lange suchen, plötzlich kriegen, ja was erhöht des Käufers Glück. Vor 20 Jahren erscholl der Ruf nach den 1000 kleinen Dingen. Doch der historische Materialismus lehrt uns die Geschichte der großen historischen Veränderungen. Heute erschallt der Ruf nach Konsumgütern. Die Bezeichnungen kommen und gehen, aber die Versorgungslücken bleiben. Es kommt nicht darauf an, die Welt zu verändern. Es kommt darauf an, sie immer wieder neu zu interpretieren. Unser Fernsehfunk entwirft jedes Jahr für die Programmvorschau ein neues Telebild. Was bedeutet das? Unsere Langeweile wird jetzt auf abwechslungsreiche Weise angekündigt. Was lehrt uns das? Eine bestimmte Quantität schlechter Qualität haut einen um. Erinnern wir uns, was uns vor 20 Jahren ärgerte. Oben gab es die nicht kamen, Raudis fielen aus dem Rahmen, Frauen wurden schlecht gefördert und per Sitzungszeit gemördert. Hähne wurden nicht geklempnert und das Material verblempnert. Beim Pulli störte uns das Gang. Schlaglöcher beim Autofahren. Heute gibt es zwar auch noch Schlaglöcher, aber auch die sind mit der DDR gewachsen. Alles entwickelt sich. Ihr Käufer in den Selbstbedienungsläden, vergeblich suchend den Käse, wo immer er lag. Regal vorn links unten. Flucht nicht so ein Käse. Bedenkt, studiert hat der Kaufhallenleiter Marxismus. Wissend also, alles entwickelt sich vom Niederen zum Höheren. Der Käse liegt jetzt einfach weiter oben. Die Welt verändern wir. Und ihr kühnen Streichholzerbauer aus Riesa, nur wer selber brennt, kann zünden. Montiert darum mit flammendem Herzen künftig die schwefligen Kuppen auf die andere Seite der Hölzer. Die Welt verändern wir. Und ihr Kartoffelzüchter, ihr Ungenannten, züchtet mit Parteitagselan neue verfaulende Sorten, aber...
auf größeren Flächen. Das Feld verändern wir. Schon Heraklit sagte, man kann nicht zweimal im selben Fluss baden. Wie meinte er das? Dass wer einmal in der Elbe badet, es nicht ein zweites Mal tut. Die unvergnügliche Inschrift. Zur Zeit der angegebenen Öffnungszeiten unter dem an den kaputten Kühlschrank las ein sozialistischer Arbeiter an der Tür der Reparaturwerkstatt, heute geschlossen. Als er nebenan eine Telefonzelle sah, bohrte er seinen kräftigen Arbeiterfinger fünfmal in die blecherne Wählerscheibe. Doch statt der PGH, der Erhofften, durchschreckte sein Ohr eine amtliche Stimme. Unter dieser Nummer kein Anschluss. Erst durch die Auskunft erfuhr er, die PGH heiße jetzt Kombinat Goldener Boden und erfuhr auch die neue Adresse. Als er nun endlich stand vor dem Laden, übertünchte gerade ein Maler die Buchstaben PGH. Und ihm drohte entgegen die unvergnügliche Inschrift. Hier eröffnen wir ein Fischgeschäft. Jetzt leckt mich am Arsch, sagte der Arbeiter. Die Entwicklungsgesetze sind objektiv. Sie setzen sich durch, ob die Menschen das wollen oder nicht. Dreh, dreh, dreh. Dresdenstraßen, deine Zeichen wirken revolutionär. Wo gestern galt, nur rechts abweichen, heute links und morgen Kreisverkehr. Keine Sorgen, fährst du dort übermorgen, stoppt dich einfach mal für Verkehr. 10 Mark und Fahrerlaubnis her. Hier gibt's gar keine Straße mehr. Die war bis gestern Abend hier. Denn die Welt verändern wir. Verändern wir. Hier ist der Berliner Rundfunk, Sie hören Nachrichten. Stimme der DDR, Sie hören Nachrichten. Radio DDR, Sie hören Nachrichten. Eine hohe gesellschaftliche Aktivität bei der allseitigen Stärkung der unverbrüchlichen Treue zur revolutionären Herausbildung allseitig entwickelter sozialistischer Persönlichkeiten. Forderte auf einer Pionierveranstaltung in Kleinmutz der erste Sekretär der Kreisleitung der FDJ, Ewald Altklug. Er richtete ferner einen flammenden Gruß an alle glühenden jungen Sozialisten, deren erstrangiges Anliegen es sein sollte, die real existierende Aufgabenstellung von historischer Größe tief in ihre heldenmütigen Herzen zu pflanzen. Verzeihung. Nach fünftägigem Besuch in der DDR trat gestern eine Delegation vom Zentralflughafen Berlin-Schönefeld aus die Heimreise an. Die Delegation hatte mit führenden Vertretern von Partei und Staatsführung der DDR Fragen von gegenseitigem Interesse geführt. Dabei wurde in allen Punkten volle Einigkeit erzielt. Applaus
Kurz vor dem Abflug bekräftigte der Leiter der Delegation mit herzlichen Worten noch einmal die Rolle der Bedeutung sowie die Bedeutung der Rolle. Zum Abschluss der Wetterbericht. Das Wetter des heutigen Tages hat in breiten Kreisen der Bevölkerung der DDR große Zustimmung und Begeisterung gefunden. Es wird eingeschätzt, dass auch morgen wieder Wetter sein wird. Das waren die Nachrichten. Und nur noch die Zeit. Es ist 0 Uhr 8. Es ist 0 Uhr 10. Es ist 0 Uhr 6. Schreiben Sie bitte. Regelmäßiger Sinusrhythmus, Frequenz 72, P1 bis 3 positiv, PQ 0,18 bis... Ach, diese verflixten EKGs. Und zum Schluss stirbt ein jeglicher doch. Aber Herr Chefarzt, erst nachdem wir alles Menschenmögliche versucht haben. Keine Übertreibungen, manche schaffen es auch ohne uns. Moment mal, Chef, die Elektriker, die kommen nicht mehr. Die sind abgezogen, wird nicht mehr für so ein volkswirtschaftliches Objekt oder was das heißt. Ja, was ist denn wichtiger als die Installation der neuen Röntgenanlage für unsere Poliklinik? Die Fußballmannschaft von Holzhausen hier, die sind die Kreisplatz aufgestiegen und kriegt eine neue Flutlichtanlage. Ich kann es auch nicht ändern. Macht was ihr wollt. Herr Chefarzt, fangen wir mit der Sprechstunde an. Ja, bitte, fangen wir an. Der erste Patient, kommen Sie bitte, ja? Schön. Sagen Sie, junger Mann, sind Sie zufällig Elektriker? Im gewissen Sinne ja. Beim Rasieren zum Beispiel und beim Zähneputzen und das Licht, das mir abends leuchtet. Na, dann machen Sie sich erstmal frei. Ja. Herr Chefarzt! Ich brauche Sie nicht, Schwester. Aber ich brauche Sie. Ach, aus Ihnen spricht die Jugendfreundin FDJ-Sekretär. Mhm. Morgen ist Termin über die weitere Qualifizierung des Jugendförderungsplanes. Ihre Verpflichtung, Herr Chefarzt. Ja, meine Verpflichtung. Also ich verpflichte mich zu weiteren 10 Vorträgen in FDJ-Grundeinheiten zum Thema Du und ich intim. Oberkörper frei! Dann habt ihr die Bude voll! Ja. Aber geht's nicht ein bisschen politischer? Politischer? Ja, vielleicht Karl Marx und Jenny von Westphalen intim. Ein bisschen gegenwärtiger, Herr Chefarzt. Gegenwärtiger. Genau. Egon Krenz und ja, da fehlen mir die Informationen. Was stand in der letzten Zentralratstagung? Aber Herr Chefarzt, die müssen Sie als staatlicher Leiter doch gelesen haben. Nein, diesmal nicht. Dann möchte ich mal wissen, für wen wir die junge Welt abonnieren. Ich wollte mich bloß vorstellen. Ja, ich weiß, ich weiß. Bitte nehmen Sie Platz. Ja. Kinderkrankheiten? Och, Herr Chefdoktor. Ja? Bei mir hier am Pförtnerhäuschen, ne? Da ist hier der Herr... wie heißt der Herr? Der Herr macht mit hier. Von schöner unsere Städten und Gemeinden, ne? Und der sorgt hier nur vor der Traumatologie. Ne? Stopp! Gramm! Stomatologie! Vor der Strohgrammatologie. Hier, wo ich sie sagen, ne? An den Zahnarzteingang, da haben sie ein anderes Kanapee hingesetzt. Was? Ne? Da stand er doch gestern nebenan vor der Post. Ja, dann ist es bestimmt eine Eilsendung, wird auch nachts zugestellt. Ich schicke Ihnen gleich den Krankentransport. Aber Herr Chefdoktor, unsere Krankenwagen sind doch keine Lastautos. Kein unbedachtes Urteil, Sie müssen erst mal damit fahren. So, ja. Jetzt zu Ihnen. Kinderkrankheiten. Hatte ich keine. Keine? Nur als ich mich noch im embryonalen Zustand befand, da aß meine Mutti immer so gern Eisbein. Hat es ihr geschadet? Geschadet? Ja. Nein. Aber
ich leide seit früher Kindheit an kalten Füßen. Kollege BGL-Vorsitzende, ich habe Sprechstunde. Oh, das trifft sich gut, ich muss gerade sprechen. Also, zum 10. Jahrestag der Umbenennung des Stadtparks in Grüne Lunge ist ein würdiger Beitrag zu erarbeiten. Na ja, dann schlage ich vor, dass Sie dieses Ereignis kommunalpolitisch würdigen und unsere Poliklinik 10 Enten als Geschenk übergibt. Oh, 10 Enten, süß, Herr Schäfer. Ja, das ist Geschmackssache. Aber 10 Enten sind immer noch besser als gar keine Bedürfnisanstalt. Was gibt's denn noch? Draußen wartet Klempner Meister Bauer. Sofort in die Massageabteilung. Da kommt kein Wasser aus den Rohren. Er kann seit gestern kein Wasser mehr lassen. Auf der Hand zu. Ab in die Chirurgie, der braucht sowieso einen Katheter. Aber vorher soll er bei seinen Schmerzen schwören, aber ich mache doch keine Kompensationsgeschäfte. Ein Außenseiter der Gesellschaft. Guten Tag. Sind Sie bestellt? Nein, danke, ich bestelle mich selbst. Guten Tag, Herr Chefarzt. Guten Tag. Ich habe hier einen ausführlichen Fragespiegel über die Einführung, Durchsetzung, allseitige Entwicklung und Kontrolle des Bestellsystems. Wissen Sie was? Und bei mir warten die bestellten Patienten. Oh weh. Ja, dann brauche ich bis morgen Mittag noch eine schriftliche Anlage, in der Sie offen und kritisch die Menge Ihrer Arbeit einschätzen. Ja, und wenn es regnet? Was hat das damit zu tun? Ja. Dann fliegen die Ameisen so tief, dass man Durst kriegt. Halten Sie Kaninchen? Nein. Sagst du mal, warum? Ich nicht. Ich halte die Sächsische Zeitung. Die kann man zwar nicht braten, aber wenn die Pioniere kommen, hat man immer ein bisschen Altpapier. Ja, aber einen von den beiden hat's erwischt. Sie glauben es und ich weiß es. Aber ich bitte mir aus in Ihrem Bericht nichts über Kaninchen und Altpapier. Es gibt ja auch noch andere Haustiere. Wissen Sie was? Ja. Ich werde Sie am besten gleich in die Psychiatrie weitergeben. Aber darum wollte ich Sie ja bitten. Hier, meine Visitenkarte. Was denn? Medizinalrat Dr. Nierenstein? Und da lassen Sie sich von mir untersuchen? Ja, ein Chefarzt muss seine Mitarbeiter auf Herz und Nieren prüfen. Ich verspreche Ihnen, die Patienten in der Psychiatrie werden mich bald als einen der Ihren anerkennen. Ein bisschen übernimmt man ja immer von den Menschen, mit denen man umgeht. Wo waren Sie denn vorher beschäftigt? Als Chefarzt einer Poliklinik. Im Dresdner Stadtzentrum, gespielt von den Striesner Schrammeln. Wenn es Schrammeln klirrt und die Hoffnung singt, dass im Fernsehfunk was in Deutsch erklingt, heißt es gern beim Wein in der Kneipe sein. Denk, wie schön wärst du gehst jetzt wo rein. Und der Rathausmann, der ganz oben ist, sag bis selbst dran schuld, dass du Dresdner bist. Denke bloß nicht, du gehst morgen wo rein. Was der Parteitag nicht beschloss, wird nicht sein. Sei gepriesen, du lauschige Macht, keiner wird um den Nachtschlaf gebracht. Perspektive fürs kommende Jahr, es bleibt wie's war. Bleibt wie's war und die Tische werden weiter garniert
mit dem niedlichen Schild reserviert. Und der Küchenchef macht um 10 Schluss. Er lebt längst schon im Kommunismus. Sind halt die neuen Nummern alt. Schön ist so ein Klingelspiel, die Scheiben drehen, das kostet viel. Im Gegensatz zum Bundesmann, der sich sowas nie leisten kann. Weil bei ihm, wenn er mal dreht, gleich dreimal so viel Geld drauf geht. Bei uns bleibt der Preis stabil. Wir sind nun mal für Sport und Spiel. Wo der Elbe silberner Arm umschlingt, das letzte Stückerl vom Ufer grün, wo die Einsamkeit winkt und das Elbwasser stinkt, da schmeißt dein Gerümpel ruhig hin. Als mir mein Madel wollt was zeigen, war's gut, dass ich unter den Zweigen am nassen Elbestrand ein paar Matratzen fand. Und am Elbetal, wenn ich das Platzer nicht wüsst, sagen Sie ja mal, sagen Sie ja mal, wo soll ich sonst hin mit mein Nest? Im Container steht hier keiner, darum kipp ich's in die Au. Denn bis zum Müllplatz schlepp ich mich dort, der ist in Löbtau. Ich hab die Dresdner Straßen nicht erfunden. Die Einbahnstraßen sind nicht mein Patent. Ich bin nicht schuld an so viel roten Ampeln, wo man vor Wut fast aus der Haut fahren könnte. Ich hab den Pirnaschen Platz nicht bauen lassen. Den Irrgarten von Dresden hab ich nicht gern. Ich kenn sogar ein Dutzend Autofahrer, die schon im Himmel sind und sich beim Herrn beschweren. Ja,
haben Sie Probleme auf? Dann kitzeln Sie Applaus. Jedoch die kleinste Anleitung, die haben Sie sich geschenkt. Aus gutem Grund. Wozu habt ihr ein Pfund Gehirn, das denkt? Der alte Knabe Herkules gehört nun mal nach Sachsen. Er hat die Keule wohl im Arm und hilft ein wenig mit, dass uns die faulen Früchte nicht bis in den Himmel wachsen und dass uns nicht ein Außenseiter in die Seite tritt. Ihr habt gelacht, fiel es auch schwer, wenn's hier und da gefunkt. Gibt's sonst noch Fragen? Keine mehr? Danke. Punkt.